Und diese Zahlen sind zu Beginn der Dialogtagen einmal erfasst worden. Mittlerweile haben wir fast die Millionenmarke geknackt. Bereits knapp 1 Million EAUs wurden über die Lösungen abgesetzt. Das heißt, da muss man echt sagen, mit der EAU-Lösung haben wir das erfüllt, was gebraucht worden ist. Eine Lösung nicht nur für euch als Steuerberater, aber auch für eure Mandanten, die plötzlich eine gewisse Intransparenz durch den Wegfall des gelben Zettels erfahren mussten. Und dann noch ein paar interesting Facts. Also wir haben hier gemerkt, dass irgendwie die Reaktionszeit nicht wie erhofft innerhalb von 24 Stunden erfolgt, sondern dass die durchschnittliche Reaktionszeit für den Abruf bei den Krankenkassen eher Richtung 37 Stunden geht. Und dafür gibt es einen Grund und den möchte ich nachher aber auflösen, wenn wir uns die Software genauer ansehen. Und dann gab es noch so eine gewisse Renaissance, kann man fast sagen. Im Jahr 2022 wurden plötzlich 85% mehr Sofortmeldungen über den Arbeitgeber Self-Service abgesetzt als noch in dem Jahr zuvor. Das zeigt auch, dass man merkt, Mandanten sind vielleicht mehr bereit, solche Lösungen zu nutzen. Kanzleien haben es geschafft, auch die Zeit aufzuwenden, um Mandanten darüber zu informieren, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und natürlich auch da sind natürlich Dinge entscheidend wie vielleicht Fachkräftemangel, aber vielleicht auch wenig Zeit, um dann ständig auch für den Mandanten die Sofortmeldungen zu erfassen, wenn er das doch auch selber erledigen kann. Und daran anknüpfen möchte ich ein bisschen so die Erfolgsstory erklären, wo wir eigentlich herkommen, aber auch wo wir hinwollen. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, bereits seit 2012 digitalisieren wir im Bereich Lohn und das damals mit den Lohndokumenten. Man konnte also aus der lokalen Softwarelösung Lohndokumente an Arbeitnehmer bereitstellen und das mittlerweile seit 11 Jahren. Ich würde behaupten, das ist wirklich eine Erfolgsstory. 2015 haben wir uns dann entschlossen, das Angebot auszubauen, um Vorerfassungsmöglichkeiten für Mandanten mit der Applikation Personal und Zeiten, die dann auch erweitert wurde, um die Lösung Sofortmeldungen, anfangs noch nur mit der Info an die Kanzlei, aber später dann auch mit der direkten Anbindung an die deutsche Rentenversicherung. Ja, und zum Jahresende oder sagen wir zum Jahreswechsel haben wir dann unsere neue Lösung Edison Lohn Online, die basiert natürlich auf Personal und Zeiten, aber mit weiteren Möglichkeiten im Bereich EAU-Abwesenheiten erweitert. Und da merkten wir, da gab es einen richtigen Hochlauf tatsächlich. Da haben wir wieder den Nerv getroffen tatsächlich und mussten feststellen, dass das eine Lösung ist, die natürlich unter unseren Kunden gerne genutzt wird offenbar, aber auch natürlich das Mandantenproblem löst. Und seit März haben wir mit der Auslieferung dann mit den E-Dokumenten begonnen. Auch da entsprechen wir wiederum dem etwas größer gewordenen Druck. Dazu nachher mehr. Und wir haben hier noch einen letzten Punkt auf der Timeline. Wir ruhen uns auch nicht aus jetzt. Das ist nicht Ende der Fahnenstange, sondern wir wollen den Weg weiter beschreiten und werden auch Lösungen wie zum Beispiel eine Zeiterfassung ausliefern. Auch dazu später im Vortrag mehr. Und um dieses Ökosystem mal ein bisschen zu erklären, habe ich hier eine Grafik mitgebracht. Was wir hier sehen ist, im Fokus steht eigentlich unsere Anwendung, aber natürlich auch der Mandant an der Stelle. Der Mandant bedient Edison Lohn Online. Wir haben Schnittstellen in Edison Lohn Online. Zum einen natürlich klassisch hier zur deutschen Rentenversicherung, Stichwort Sofortmeldungen. Und im Bereich EAU zu den gesetzlichen Krankenversicherungen. Und in dieses Ökosystem haben wir den Arbeitnehmer jetzt voll integriert. Und das ist dann so kollaborativ durch den hybriden Softwareeinsatz, der immer wieder auf diese Lösung mit zugreift, befindet sich nun auch der Arbeitnehmer, der seine Änderungen eben an den Mandant mitteilt, aber eben auch gleichzeitig dann an die Steuerkanzlei und umgedreht. Und das wiederum mit direkten Schnittstellen zu den jeweiligen Institutionen. Relativ einfaches Bild. Ich denke, das macht Sinn, nochmal zu verdeutlichen, was wir an dieser Stelle geleistet haben, um im Prinzip eine möglichst harmonische End-to-End-Digitalisierung zu gewährleisten und das im Lohnbereich. Und deswegen möchte ich noch einmal die Sofortmeldungen ins Gedächtnis rufen. Wir haben die Zahl gesehen
und wir bemerkten eine Steigerung im Jahr 2022. Die App ist nicht neu, aber sie hat markante Vorteile, denn sie ist sehr, sehr einfach in den Einsatz zu bringen und sie ist lohnenswert für alle sofortmeldepflichtigen Branchen. Der Vorteil durch die Cloud-Lösung ist klar. Sie ist im Browser einsetzbar, das heißt, ich brauche eigentlich nur einen Laptop zum Beispiel, einen Rechner und könnte dann über die Lösung direkt eine Sofortmeldung als Mandant absetzen. Aber selbstverständlich, wie immer, möchten wir solche Lösungen dann auch direkt auf mobile Endgeräte bringen und auch dort kann die App Sofortmeldungen heruntergeladen werden. Dort loggt sich ein Mandant ein und kann so direkt selber seine Sofortmeldung vom Smartphone zum Beispiel absetzen. Denn es gibt immer wieder mal den Fall, wo der Mandant vielleicht ja gar keinen Rechner besitzt oder diesen nicht schnell im Zugriff hat. Das Smartphone hat er grundsätzlich dabei. Nahezu 90% der Menschen in Deutschland besitzen ein Smartphone. Das bedeutet, da erreicht man auch denjenigen, der vielleicht keinen Rechner hat oder keinen Rechner bedienen möchte. Es ist dann eben so, dass man an der Stelle im Prinzip mit dieser Lösung viele, viele Dinge erledigen kann, die man vorher, ja, sag ich mal, umständlich hinbekam, nämlich Sofortmeldung. Der Mandant ruft an, schickt eine E-Mail. Hier kann man im Prinzip sagen, keine Frage, mach das selber. Und dann hat er den Vorteil, er erstellt die Sofortmeldung, ihr bekommt die Daten und am Ende bekommt natürlich auch die Deutsche Rentenversicherung die Daten, Transferprotokoll und sollte der Zoll auftauchen, sagt er, guck mal hier, der ist gemeldet. Was ist also der Vorteil? Eine Minimierung von Haftungsrisiken. Dazu habe ich eine Anekdote mitgebracht. Typischerweise geht ein Raunen durchs Publikum, das fällt natürlich heute flach. Aber grundsätzlich gab es einen Steuerberater, der einen Mandanten hatte im Gastrobereich. Er wollte im Prinzip einen Mitarbeiter anmelden und hat dann eine E-Mail an den Steuerberater an einem Samstagabend geschickt. In der Kanzlei war leider niemand. Und tatsächlich ist der Zoll aufgetaucht und musste feststellen, dass dieser Mitarbeiter eben nicht angemeldet war. Es kam dann bis zu einem Gerichtsverfahren fast schon und man hat sich am Ende außergerichtlich geeinigt. Der Mandant ist wohlgemerkt kein Mandant mehr des Steuerberaters, denn man ist natürlich nicht in Freude auseinandergegangen. Aber der Steuerberater hat sich am Ende dazu entschieden, die Strafe zu nehmen. Man sprach über 5.000 Euro. Das einfach mal nur als Hintergrund, was für einen Vorteil es haben kann, wenn man diese Verantwortung auf den Mandanten übergibt. Denn es ist eine einfache Lösung und es schafft im Kollaborationsprozess erhebliche Vorteile, sowohl für den Mandanten, der einfach seine Sofortmeldungen selber erledigen kann, aber auch am Ende für den Steuerberater, der von den Daten wieder mal partizipiert. Ich sehe Fragen und ich schaue sie mir mal kurz an, was wir da finden. Und die oberste, falls man nach 1 bis 2 Monaten feststellt, dass man auf das alte System zurückwechseln möchte, hat man dann da trotzdem alle Daten für die Jahressteuerbescheinigung? Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf die Frage abzielt, aber ich würde das vielleicht mal hinten anstellen und nochmal konkret nachfragen. Die zweite Frage, kann man auch nur einzelne Mandanten umstellen? Nun ja, man braucht die Edison-Lohnlizenz, das ist Voraussetzung und dann können einzelne Mandanten selbstverständlich auf Edison-Lohn gebracht werden. Sei es nun die Sofortmeldung, EAU oder andere Dinge, die ihr im Prinzip im Lohn Online einsetzen wollt. Also wir sind da relativ flexibel an der Stelle, aber die Edison Lohn Online Lizenz, die muss natürlich halt eben freigeschaltet werden. Ja, beginnen möchte ich mit der EAU. Die erste neue Lösung, die wir zum Jahreswechsel bereitgestellt haben. Ja, und da entsprechen wir der digitalen Idee des Gesetzgebers. Mit dem Wegfall des gelben Scheins haben wir gesagt, okay, wir wollen auch einen Service bereitstellen, den zum einen natürlich unsere Kunden nutzen können, ja, mit dem Abruf der EAU innerhalb der lokal installierten Lösung. Aber eigentlich ist auch das etwas, was zum Mandanten gehört und noch viel mehr zum Arbeitnehmer. Denn wir hatten letztes Jahr schon erwähnt, wir möchten ja dort Daten abholen, wo sie entstehen. Und wenn typischerweise ein Arbeitnehmer krank ist, dann weiß er das als erstes. Und deswegen haben wir gesagt, klar, dazu braucht der Mandant natürlich die Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen. Natürlich kann er auch selber Abwesenheiten erfassen, aber vielmehr müssen wir das Portal des Arbeitnehmers ausbauen und haben so das Self-Service-Portal eingeführt, das wir uns auch gleich ansehen werden, und dieses natürlich gleich um die EAU-Lösung erweitert.
Und so haben wir durchgängig einen sehr, sehr harmonisierten EAU-Prozess für alle Beteiligten geschaffen. Ein Arbeitnehmer erfasst eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit ohne Arztbesuch, je nachdem, wie er eben abwesend ist. Der Mandant bekommt es direkt mit und ihr in der Kanzlei bekommt ebenfalls die EAU. Und ich habe nur einen Tipp vielleicht an der Stelle. Seht diese Lösung nicht unter Druck vielleicht, sondern als Digitalisierungschance. Denn gesetzliche Anpassungen sind ja häufig immer mit Druck verbunden, aber an dieser Stelle könnte man dieses als Chance nutzen, wenn man vielleicht schon in der Vergangenheit nach Argumentationen gesucht hat, gerade die Lohndokumente bei Mandanten einzuführen, weil das ja wirklich Zeit in den Kanzleien spart. Und jetzt kann man natürlich argumentativ vorgehen und sagen, hey, mach EAU. Und wir könnten auch gleich, wenn wir schon deine Arbeitnehmer in diese Portale bringen, die Verdienstabrechnungen bzw. alle Lohndokumente, wie zum Beispiel auch noch die Lohnsteuerbescheinigung, innerhalb dieser Portale bereitstellen. Habe ich keine Rückfragen mehr, es geht nichts verloren, es bleibt alles in dem Lohnportal des Arbeitnehmers. Und durch die E-Dokumente ergeben sich ja noch weitere Benefits, dazu später mehr. Schauen wir uns doch die Lösung einfach mal direkt an und dazu wechseln wir auf meinen Rechner. Und was ihr hier seht, ist nichts anderes als ein Login zu einem Edison One-Click-Portal mit meinem schönen Leuchtturm im Hintergrund. Und ich melde mich da jetzt einfach mal als Arbeitnehmer an. Und als Arbeitnehmer sehe ich typischerweise ja meine Lohndokumente und habe aber eine neue Applikation, wenn ich hier den Seitenbereich öffne und den Arbeitnehmer Self-Service freigeschaltet habe, nämlich Personalwesen. Und innerhalb dieser Personalwesen-App stehen mir natürlich diverse Möglichkeiten zur Verfügung. Ich möchte mal ganz kurz auf dieses Dashboard eingehen, was wir hier sehen. Links oben im Bereich sehe ich meine Abwesenheiten, die ich bereits gemeldet habe. Witzigerweise treffen die irgendwie immer auf die Dialogtage zu. Also da mache ich natürlich schön blau von der Arbeit und stehe euch hier für eine Präsentation zur Verfügung. Aber wir sehen hier zum Beispiel auch den Bereich Meine Daten ändern. Und hier kann der Mandant nicht eingreifen, denn es ist der Punkt, an dem der Arbeitnehmer selber seine Daten ändern kann, denn wir holen die Daten dort, wo sie entstehen. Das heißt, wenn eine Adressänderung ansteht, kann ein Arbeitnehmer diese hier durchführen. Wenn er sich eine andere Krankenversicherung ausgesucht hat, wenn die Bankverbindung sich geändert hat oder die Kontaktdaten generell, dann erfasst ein Arbeitnehmer genau hier diese Änderung. Der Mandant bekommt das direkt in Lohn Online mit und die Daten werden am Ende mit dem Monatsabschluss an den Steuerberater ermittelt. Er kann auch die steuerlichen Daten ändern, aber es ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, denn am Ende ist vielleicht der Arbeitnehmer nicht genau derjenige, der das am besten kann. Hier haben wir zum Beispiel die Steuerklasse. Das wäre ja zum Beispiel ein Thema, das sich ändern könnte, wenn er jetzt geheiratet hat und sagt, hey, ich bin jetzt hier auf 3,5 gegangen zum Beispiel oder ich habe halt geheiratet, bin auf 4,4. Klassisches Ehegattensplitting oder Scheidung natürlich, dann ist es wieder Rolle rückwärts. Dann könnte er dies hier ebenfalls mitteilen. Aber wir wollen uns jetzt auf die EAU konzentrieren. Was für Möglichkeiten hat ein Arbeitnehmer hier? Wir sehen, die Lösung ist sehr simpel. Ich mache auch hier mal den Seitenbereich auf und es gibt genau eine Schaltfläche und die heißt Abwesenheiten. Die wähle ich aus und wieder bleibt die Lösung ganz, ganz simpel. Ich habe genau eine Schaltfläche und die heißt Hinzufügen. Das machen wir jetzt einmal. Und hier haben wir jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Wir haben Krankheit, das wäre jetzt der klassischste Fall. Wir können auch Kind krank anmelden und die Elternzeit eintragen. Und wir machen jetzt einfach mal den klassischsten Fall Krankheit. Da kommt ein Dialog hoch, der auch nahezu selbsterklärend ist. Zunächst mal werde ich gefragt, von wann bis wann bin ich eigentlich krank? Ich mache es mir an der Stelle einfach und wähle jetzt hier einfach mal heute aus. Und jetzt könnte ich auch noch sagen, ob ich am ersten Arbeitstag gearbeitet habe. Grundsätzlich ist der Haken hier gesetzt, weil meine Krankheit wurde von einem Arzt festgestellt oder ich war im Krankenhaus. Und dann ist es entscheidend, damit die Rückmeldung schnell kommt, dass man hier den Arztbesuch auch hinterlegt. Das ist kein Pflichtfeld. Aber es macht halt eben deswegen Sinn, weil dann eben die Krankenkassen gezielt an diesem Tag nachsuchen und dann diese Meldung schneller identifizieren können. Ansonsten gibt es so Regelläufe und deswegen verzögert sich dann die Rückmeldung an die Kanzlei. Jetzt könnte ich natürlich noch eine Notiz für den Arbeitgeber im Prinzip hinterlegen. Da schreibe ich jetzt einfach mal, ich bin gerade live on stage, daher nicht für Arbeit zu haben.
Und dann gehe ich einfach auf Speichern und damit ist der Job, den der Arbeitnehmer erledigen soll, getan. Also klassischer Job to be done. Wir lösen das Problem auf, indem wir dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, sich ganz intuitiv über eine Online-Lösung krank zu melden. Das geht natürlich auch in der mobilen Anwendung. Wir hatten letztes Jahr dazu einen Prototyp gezeigt, deswegen werde ich das heute nicht nochmal machen, aber heute im Prinzip die Browser-Variante. Hier sehen wir auch historisch gesehen, wann habe ich mich krank gemeldet und kann das dann auch jederzeit nachvollziehen, inklusive der Notiz für den Arbeitgeber. Jetzt wollen wir uns mal den Arbeitgeber anschauen. Also wir waren jetzt hier im Arbeitnehmer und jetzt wollen wir mal in den Arbeitgeber gehen, also in den Mandanten. Hierzu habe ich auch ein Login vorbereitet. Wir loggen uns einfach mal als Arbeitgeber bzw. Mandant an. Und dann werden wir auch feststellen, dass die Bedienweise ganz, ganz ähnlich ist. Das heißt, auch hier geht es darum, zunächst in den Edison Loan Online zu gehen. Ich öffne den Seitenbereich und habe wieder die Applikation Personalwesen. Das Tolle ist, die Anwendung ist quasi real-time. Das bedeutet, in dem Moment, wo sich ein Arbeitnehmer krank meldet, bekommt nicht nur der Mandant diese Krankmeldung hier direkt auf seinem Dashboard angezeigt, sondern wenn er seine Benachrichtigungen innerhalb des Portals aktiviert hat und wohlgemerkt seine E-Mail verifiziert hat, dann ist es eben so, dass er dann auch direkt benachrichtigt wird, dass eben etwas Neues da ist. Und wir wollen uns einmal die EAU anschauen. Ich gehe jetzt hier einfach ganz einfach auf alle Anzeigen, sehe dann, aha, Thomas Müller hat sich hier krank gemeldet. Ich kann dann das direkt feststellen, dass es eben sich um eine neue Meldung handelt, denn es wird halt als solche gekennzeichnet. Und ich klicke einmal drauf und sehe, ach ja, okay, wunderbar. Das heißt, im Prinzip, hier sehe ich auch dann dementsprechend die Notiz, kann die nochmal öffnen. Und der Mandant hat sogar die Möglichkeit, hier nochmal eine Änderung vorzunehmen, sofern jetzt irgendwelche Daten falsch erfasst worden wären. Es kommt schon wieder die erste Zwischenfrage, die werde ich auch gleich noch beantworten. Zunächst aber würde ich zeigen, wie harmonisch dieser Prozess ist. Wo waren wir? Wir haben den Arbeitnehmer gesehen. Der Arbeitnehmer erstellt die EAU. Wir sind auch ins Mandantenportal gegangen. Der Mandant prüft, was der Arbeitnehmer gesendet hat, nimmt das zur Kenntnis und bestätigt sozusagen, dass derjenige krank ist, könnte natürlich auch selber noch eine Notiz hinterlegen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das Ganze in der Steuerkanzlei an? Und das schauen wir uns mal an dem Exempel hier Edison Software. Im SBS-Lohn geht das natürlich auch, aber wir machen das jetzt der Einfachheit halber jetzt hier an der Stelle in der Edison-Software. Ich wechsle in Lohn und Gehalt und kann jetzt tatsächlich hier feststellen, ich gehe nochmal auf Aktualisieren, dass es hier 11 Abwesenheiten gibt. Wenn ich draufklicke, dann bekomme ich eben alle Abwesenheiten angezeigt. Unter anderem auch schon die neueste hier an der Stelle direkt vom Thomas Müller. Und ich könnte diese jetzt erstmal prüfen, abändern und dann ins System übernehmen. Jetzt werde ich mir die Fragen anschauen und darauf eingehen. In Edison Loan Online, ist Edison Loan Online nur eine Datenaustauschplattform oder kann die gesamte Lohnbuchhaltung mit Edison Loan Online erledigt werden? Ja, das ist das Ziel natürlich, dass wir einen Lohn komplett in Edison Loan Online machen können. Ich hatte es vorher in der hybriden Softwarestrategie gezeigt. Wir werden nach und nach alle Lösungen in die Cloud bringen. Stand heute ist es erstmal noch eine Datenaustauschplattform, aber es wird sich immer weiter erweitern und wir werden auch dann nach und nach irgendwann abrechnungsfähig werden. Sobald das soweit ist, werden wir selbstverständlich frühzeitig darüber informieren, wenn erste Löhne damit abgerechnet werden können. Die nächste Frage, denke ich, ist schon erläutert. Werden die Angaben des Arbeitnehmers ungefiltert, ungeprüft in das System übernommen oder wird vorher eine Kontrolle als Muss erforderlich sein? Also die Kontrolle ist drin. Auch in zwei Stationen, als Mandant und als Steuerberater. Wir haben es gerade gesehen. Ich denke, die Frage hat sich von selbst beantwortet. Gibt es für Abwesenheiten eine separate App für Mitarbeiter oder ist das dann im Lohnordner enthalten? Wir haben nämlich Mandanten, deren Mitarbeiter nicht mehr in die App Lohnordner kommen. Es ist noch nicht klar, woran das liegt. Sie ist in der App Lohnordner enthalten. Grundsätzlich haben wir keine bekannten Probleme mit der Applikation tatsächlich. Es kann sich vermutlich nur um ein Passwortthema handeln.
typischerweise einfach Passwort vergessen, neues Passwort setzen, vielleicht als kleiner Tipp, dann funktioniert das meistens auch schon wieder. Ja, so einfach geht elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit Edison nun online. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal zurückwechseln in die PowerPoint, damit wir mal sehen, was wir gerade als nächstes vorbereitet haben. Nämlich, EAU ist ja das eine Thema. Die nächste Lösung, die wir seit März ausgeliefert haben, ist der Bereich E-Dokumente. Da entsprechen wir eigentlich wieder mal einem Beschluss. Wir folgen da § 8 und 9 BVV, müssen wir erfüllen. Und da gibt es eben eigentlich, wenn man es genau durchliest, nur Erleichterung für Betriebsprüfer. Denn im Prinzip wurden da Standarddokumente, die aufbewahrungspflichtig werden, definiert. Und wir müssen diese vorhalten, beziehungsweise der Mandant an der Stelle. Und wir haben aber gesagt, naja, das entspricht ja nicht wirklich dem, was man als Maximalnutzen betiteln könnte. Und haben gesagt, wir machen jetzt die Pflicht zur Kür. Denn wir haben schon seit Jahren immer wieder den Wunsch geäußert bekommen, also auch von vielen Kunden, die vielleicht jetzt kein DMS haben und sich da eine Eigenlösung gebaut haben, dass man eine digitale Personalakte doch gerne hätte pro Arbeitnehmer. Also haben wir gesagt, okay, die Pflichtdokumente, die liefern wir so oder so aus, aber darüber hinaus ermöglichen wir auch, Dokumentkategorien einzuführen und Dokumenttypen einzuführen, die dann eine vollständige Abbildung einer digitalen Personalakte im Bereich E-Dokumente ermöglichen. Und der Vorteil ist klar, so kann nicht nur der Mandant Dokumente hinzufügen und so eine digitale Personalakte führen, sondern auch die Kanzlei. Und viel wichtiger, um diesen durchgängigen End-to-End-Prozess zu realisieren, ist sogar der Arbeitnehmer in der Lage, die digitale Personalakte ebenfalls zu befüllen. Und was ist der größte Benefit aus diesem End-to-End-Digitalisierungsprozess? Volle Transparenz für alle Beteiligten zu jeder Zeit. Auch diese Lösung wollen wir uns gleich wieder auf meinem Rechner anschauen. Wir sind hier noch in der Edison Software und ich gehe jetzt mal zunächst, wir waren ja schon vorher mal im Arbeitnehmer und wir gehen auch dort wieder zurück in den Arbeitnehmer. Hier sind wir noch im Bereich der EAU und ich wechsle mal hier zurück auf die Lohnordnerübersicht. Und wer vorher schon kurz aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, ich habe hier den Bereich E-Dokumente als Reiter hinterlegt. Thomas Müller, die jetzt beispielhaft schon eine Geburtsurkunde hinterlegt. Und wir sagen jetzt einfach mal Dokument hochladen. Und ich wähle mir jetzt im Prinzip aus meinen Dokumenten, die ich hier vorbereitet habe, im Prinzip die Dokumente aus, die ich hochladen will. Schauen wir mal, was wir haben. Jawohl. Und da habe ich hier beispielsweise ein Arbeitszeugnis von meinem vorherigen Arbeitgeber. Ich lade das hoch. Und auch da wieder möchte ich nochmal betonen, wie einfach das ist für so einen Arbeitnehmer. Jetzt hat er hier ein Arbeitszeugnis von seinem vorherigen Arbeitgeber. Er kann hier die Bezeichnung anpassen. Das könnten wir jetzt an der Stelle mal machen. Ich schreibe jetzt hier hin, Arbeitszeugnis. Dies ist ein Arbeitszeugnis meines vorherigen Arbeitgebers. So. Also im Prinzip für den Arbeitnehmer wieder völlig simpel gestaltet. Upload, Betitelung ändern vielleicht, Beschreibung anpassen, fertig. Der Arbeitnehmer klickt auf Speichern und damit ist das Thema erledigt. Das Gute ist, er kann sich das natürlich jederzeit anschauen und hat dementsprechend auch die Möglichkeit, wenn er es möchte, herunterzuladen, zu drucken, all das an der Stelle möglich. Ich schließe das Dokument, wir sehen es hier in der Übersicht. Und jetzt wäre es ja sicherlich auch interessant für euch zu wissen, wie sieht das Ganze jetzt an der Stelle bei Mandanten aus. Wir wechseln jetzt in das Mandantenportal. Das habe ich hier noch. Und da gibt es auch einen Punkt, wo er die Übersicht über alle Dokumente bekommt. Zum Beispiel hier gehe ich jetzt einfach mal auf E-Dokumente und sehe schon wieder Echtzeit. Das heißt, in dem Moment, in dem ein Arbeitnehmer dieses Dokument hochlädt, bekommt auch hier der Arbeitgeber, also euer Mandant, die Möglichkeit, direkt informiert zu werden, dass neue E-Dokumente zur Verfügung stehen und kann diese dann direkt sichten und vor allem, hier gehen jetzt ein paar mehr Arbeitsschritte. Denn
innerhalb der E-Dokumente-Lösung ist es so, dass tatsächlich auch schon Berechtigungen hinterlegt werden. So. Wenn ein Arbeitnehmer ein Dokument hochlädt, dann ist es grundsätzlich immer für alle sichtbar. Und wir sehen jetzt auch schon, was hat der Arbeitnehmer hier hinterlegt. Ich sehe auch die Beschreibung, die er hinterlegt hat und kann jetzt noch hier beispielsweise sagen, ja, ist relevant für die Lohn- und Gehaltsabrechnung oder nicht. Und könnte weitere zusätzliche Informationen mitgeben, als Beispiel den Dokumententyp an der Stelle. Oder daraufhin würde sich die Kategorie automatisch befüllen. Ich habe jetzt hier beispielsweise verschiedenste Möglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten zu treffen. Und die lassen sich natürlich auch erweitern. Ich sage jetzt einfach mal Sonstiges und sage, das ist gültig ab. Ich habe es jetzt quasi heute hochgeladen und mal speichern. Und dann sehen wir auch schon, das ist das, was der Mandant jetzt an der Stelle befüllen kann. Sichtbar wäre es jetzt an der Stelle, wenn ich möchte, für alle weiterhin. Ich sage dann an der Stelle, dass das so übernommen werden soll. Ja, und wie kommt das Ganze in der Steuerkanzlei an? E-Dokumente sind jetzt hier tatsächlich nicht mehr sichtlich. Ich habe sie bearbeitet und ergänzt, ich muss das nicht machen als Mandant. Das kann auch alles in der Steuerkanzlei geschehen, aber ich dachte, es macht Sinn, einmal zu zeigen, wie hier der Prozess laufen kann. Und wir wechseln einmal zurück in die Software und schauen, wie sich das hier darstellt. Wenn wir jetzt hier einmal aktualisieren, dann stellen wir fest, hier sind zwei E-Dokumente gekommen. Und das Tolle ist, im Prinzip kann man direkt in Edison auf die Schaltfläche E-Dokumente klicken. Und was passiert dann vom Grundsatz her? Ja, die Edison-Software, aber auch der SBS-Lohn öffnet dann nichts anderes als die Sicht direkt in die Cloud-Lösung Edison Lohn Online und zeigt mir diese Ansicht, die wir vorher gerade gesehen haben, bei dem Mandanten direkt in der Lohnsoftware an. Ich habe jetzt hier nur einen Bildschirm. Bei einem zweiten Bildschirm macht das natürlich viel mehr Spaß, aber ich kann das hier nebeneinander legen. Habe ich links die Software, rechts im Prinzip die Liste. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, das Arbeitszeugnis ebenfalls einzusehen, kann sehen, wurden hier Veränderungen gemacht und habe dann auch die Möglichkeit, den Zeitraum zu definieren. Und vor allem entscheidend, ist es prüfungsrelevant oder nicht? Und in dem Moment ist es jetzt hier prüfungsrelevant, wenn ich das möchte, oder ich kann das eben rausnehmen. Und das Gute ist, an der Stelle habe ich nochmal genau diesen Prüfmechanismus, den wir vorher als Fragestellung hatten, in meiner Software. Ja, und was noch hier besonders ist, ich kann hier jetzt natürlich auch das Ganze mal groß machen und befinde mich auch direkt in der Lösung. Kann ich hier im Prinzip links oben auf das Wolters-Kluwer-Icon klicken und da gibt es die Administration. Und das möchte ich euch kurz zeigen, was für Möglichkeiten ihr da habt. Wenn wir mal den Seitenbereich hier nämlich öffnen, kommen wir in die Konfiguration. Da sehen wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel die E-Dokument-Typen. Das ist der Standard. Die werden auch gekennzeichnet mit dem Punkt System. Und natürlich, ob sie prüfungsrelevant sind oder nicht. Das heißt, sobald eben eine Dokumentkategorie ausgewählt wird, ja, sobald im Prinzip hier etwas ausgewählt wird, wird natürlich automatisch der Kenner prüfungsrelevant erzeugt. Ich könnte natürlich weitere hinzufügen und sagen, okay, mach mal einen neuen, ist es prüfungsrelevant oder nicht? Und eben dann, ist es kanzleibezogen oder mandantenbezogen? Also auch da sind Möglichkeiten geschaffen worden, um das zu strukturieren. In den E-Dokumente-Kategorien sind standardmäßig nur Beschäftigung, Bescheinigung, Handakte und Verträge drin. Auch die sind erweiterbar und ich kann die dann hier im Prinzip steuern, wo die angezeigt werden sollen. Die Änderungen an den Kategorien werden selbstverständlich protokolliert. Das heißt, wenn hier neue hinzugefügt worden würden, dann würde man die hier einsehen können und hätte eine vollständige Übersicht über alle Änderungen, die man hier gemacht hätte. Das ist schon wirklich sehr, sehr Hybrid Mode, aber noch viel mehr möchte ich euch jetzt zeigen, wie das wirklich komplett integriert aussieht. Ich öffne mal die Stammdaten und gehe in den Personalbereich. Und da kommt der ganze Clou noch viel, viel schärfer, denn hier gibt es, wenn man die E-Dokumente freigeschaltet hat, ebenfalls noch eine Möglichkeit zu sagen, zeig mir doch mal bitte innerhalb des Personalstamms die E-Dokumente an. Und wenn man mal genau schaut, ich stehe jetzt hier innerhalb des Thomas Müllers und Thomas Müller hat ja E-Dokumente eingeliefert und
Wenn ich jetzt quasi innerhalb des Thomas Moers stehe, wird mir jetzt nicht nur diese Liste von vorhin angezeigt, sondern innerhalb Edison Loan Online springt die On-Premise-Software, also die lokal installierte Software, direkt in den Mitarbeiter und zeigt seine Dokumente an. Und jetzt kommt wirklich das absolute Highlight, das die Integration wirklich sehr, sehr gut darstellt. Schaut mal, ich habe hier oben die Pfeile und wenn ich hier wechsle, wechselt rechts natürlich direkt, wie es zu erwarten war, die Personalakte mit. Das heißt, die läuft nebenher, ich könnte mir alle Dokumente zu allen Arbeitnehmern jederzeit anschauen und diese dann auch im Prinzip ja, informativ verwenden, um gegebenenfalls auch Stammdaten anzugleichen oder so etwas. Ja, Fragen zu E-Dokumenten kamen keine, wenn noch welche auftauchen. Ich habe den Chat im Blick. Ich würde jetzt an der Stelle wieder zurück in die PowerPoint-Präsentation gehen. Und jetzt schauen wir mal kurz noch. Können hochgeladene Elterneigenschaften sofort in die PSD übernommen werden? Also wir haben keine direkte Datenübernahme, aber im Prinzip, wenn das hochgeladen wird, müsste man es halt dann einlesen sozusagen. Wir haben jetzt keine Datenübernahme dementsprechend. Auslieferungsplanung, ja, da sehen wir drei grüne Punkte. Die wurden immer grüner im Laufe der Dialogtage. Zum ersten Dialogtag hatten wir nur einen grünen Punkt. Mittlerweile ist alles ausgeliefert für alle Anwender. Wir haben mit SBS begonnen, mit Edison weitergemacht und gab es noch so eine kleine Krux, die wir dann mit der DVD2 behoben hatten. Nämlich, es ging darum, da an dieser Stelle noch ja, die Sachbearbeiterzuordnung zu lösen. Also es war immer so, im Bereich Akte, wenn man dann den Edison-Lohn genutzt hat, wusste der Edison-Lohn nicht, dass es eben Sachbearbeiterzugänge gibt. Und mit der Installation der DVD-2 kann man in den Edison-Release-Informationen nachlesen, wie man einen BBS-Benutzer, der in Edison existiert, in der Tat dann mit dem Akte-Sachbearbeiter verknüpft. Wer das noch nicht getan hat, schaut euch die Release-Informationen an zur DVD-2, verknüpft eure BBS-Benutzer und ihr könnt alles, was ich jetzt in Edison gezeigt habe, exakt so mit eurem Edison-Lohn verwenden, wenn ihr Akte-Anwender seid. Ich stehe immer für Transparenz und ich möchte jetzt ein bisschen Transparenz aufbereitet haben und wissen, ich zeige euch mal die wichtigsten Funktionen. Was haben wir gesehen? EAU? Klar, geht. E-Dokumente können wir auch. Aber darüber hinaus können wir schon länger Personalstammdaten pflegen, ändern, erstellen. Wir können feste und variable Vergütungen managen. Wir haben eine API aktuell zu Glocodo und Lanchit. Wir können Sofortmeldungen erzeugen, Lohnabrechnung einsehen und für die Mandantenprozesse gibt es auch die Möglichkeit, interne Aufgabenlisten zu führen und ein gewisses Personalreporting abzubilden. Auf Arbeitnehmerseite habe ich euch alles demonstriert, EAU, E-Dokumente, Personalstammdaten und natürlich die Lohnabrechnungen.